Hallöchen. Ben hat euch mit einem schönen Niesen einmal zum Blog begrüßt. Wir stehen hier gerade am Einlass für den Fretzfaktoberland. Hier. Vielen Dank. Guten Tag. Schön. So, und jetzt sind wir drin. Hier ist schon früher drin. Und ja, ich war ja noch gar nicht so oft hier. Hallo. Kein Problem. Und jetzt packen wir gleich hier den Busguten Quatsch aus, werden uns dann wahrscheinlich erstmal zur Maximus Blitzbahn machen, weil das ist halt die Bahn mit der wenigsten Kapazität. Hier Pia ist auch wieder am Start. Die möchte natürlich am liebsten Merlins Quest fahren direkt. GoPro-Sachen auspacken. GoPro-Schnapp. So, erste Halle angekommen im deutschen Themenbereich. Erstmal ein Bier. Ich darf die Mikrofone so nicht zuhalten. So, wir gehen jetzt hier bei Milka Chopra hier links rein. Wie heißt das? Maximus Blitzwagen, genau, da wollte ich drauf. Noch dürfte keine Wartezeit sein. Pia, du warst hier noch nie in diesem Bereich. Du warst nur da drüben. Ich war nur da vorne, ja. Also, da geht's in die nächste Halle noch. Oh, ist aber was Neues. Ja, das hat zu. Da ist Maximus Blitz, da gehen wir jetzt rein. Hier noch mit der anderen Achterbahn. TOS Express heißt sie jetzt, früher bekannt als Boomerang, der kein Boomerang war. Boomerang, mein Herzchen. Ne? Das ist halt so ein Junior-Course von Wegmann. Wir waren noch nicht lange in der Halle, haben da nicht großartig gefilmt. Wir wollten nur, weil Pia ist hier noch gar nicht gefahren. Ja. War gut? War nicht so? War gut, ja. Oh, Leute. Oh Gott. Wir waren jetzt in der Wildwasserbahn. War ein bisschen nass, aber es war erträglich. Ich finde die echt cool, die Bahn, weil diesmal ein bisschen anders. Die hatte halt diese Drehung auf dem Lift. Draußen ist eine mega große Abfahrt. Du fährst halt drin und draußen. Und ich fand's echt cool. Und vielleicht will Ben auch noch mal vorne sitzen irgendwann. Ja, ich will bestimmt noch mal vorne sitzen. Wir werden jetzt Boosterbike fahren. Pia will auch das erste Mal da rein. Kritisch. Ja, nach der Fahrt sagt man so, nach der Fahrt heißt es dann wieder so, ich will jetzt nochmal. Guck mal, der Wirbel weint nämlich da oben. Schlange ist zum Glück gar nicht da. Hoffen, dass es so leer bleibt und dass Troy vielleicht auch damit zwei Zügen trotzdem noch fährt. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Erster Saisontag heute. Die haben ja quasi das ganze Jahr auf, aber nicht alles. Und jetzt wieder alles auf, das erste Mal. Boosterbike überlebt. Das ist ein geiler Point zum Film. Den muss ich mal eben mir eine Kamera holen und das mal eben filmen. Boosterbike? Nee. Der Abschuss sieht halt schlimm aus. Es ist halt was man nicht kennt. Wollen wir erst zu Troy? Wollen wir erst zu Merlins Quest oder was? Merlins Quest mal. Oder mach ich ein paar Fotos? Ja,
kein On-Ride machen und ein paar Fotos? Ich habe ein schönes On-Ride, könnt ihr euch angucken. Hier oben in der Ecke. Ja. Da. Irgendwo. Irgendwo. Steht der Testsitz eigentlich noch? Oder? Ja, der steht vom Eingang, steht er doch. Weiß ich doch nicht, war seit der Öffnung nicht mehr hier. So, wir werden jetzt hier Men's Quest fahren. Ja! Ja! Fast so schön wie Boosterbike. Leider länger nicht, weil wir haben schon 1 Uhr oder so. Ja, wir waren noch was essen. Wir waren Merlins Quest fahren. Wir waren immer noch nicht Phoenix fahren. Da gibt es ja jetzt nichts Neues. Da ist ja die erste Kurve. Das geht ja in Indoor quasi noch. Das haben die jetzt thematisiert. Aber wir waren jetzt gerade nach dem Essen nochmal Boosterbike fahren, weil Pia auf einmal Bock drauf hatte irgendwie und sind dann gefahren. Wer gut hinhört, der hört auch jetzt schon, wo wir sind. Als nächstes, nämlich bei Troy. Ja, für mich immer noch echt eine mega gute Holzachterbahn. Ich habe auch gerade gesehen, dass die heute aktuell nur einen Zug überhaupt haben. Also normal steht auf dem Abstellgleis halt immer noch eins, aber da steht halt kein. Aber wie gesagt, wir konnten durchgehen quasi. Wir haben jetzt nur 2-3 Runden gewartet, weil wir erste Reihe gefahren sind, aber sonst war da echt nichts los. Gehen wir mal Richtung Phoenix, weil das Wetter soll nicht mehr ganz so lange so gut bleiben, dass wir das noch fahren. Deswegen gehen wir jetzt mal eben rüber und werden das letzte große Achterbahn-Highlight mitfahren. Die Neuheit 2018. Hi. Hi. Da ist der magistralische Mythic Store. Phoenix fahren. Ich nicht. Und was mache ich jetzt? Phoenix fahren. Du kannst ja mit im Bahnhof kommen und dann rausgehen. Oder ich gehe vor. Kannst du auch machen. Hallo. Hallo, YouTube. Wir gehen jetzt Phoenix fahren. So hätte ich mir das vorgestellt. Für die, die es wissen wollen, ich versuche möglichst schnell durchzugehen. So, ja, kleines Review. Also aus der Station denkt man schon so, da ist ja nichts passiert. Da sieht man so ein paar Figuren rumstehen, wo die Augen leuchten. Das ist dann auch in der Kurve selbst noch so. Man hört dann im Hintergrund eine ziemlich coole Musik, so ein bisschen mystisch. Und dann sieht man auf einmal vor sich eine mega cool thematisierte Wand mit einem mega guten Drachen-Animatronic-Kopf. Ja, der Rest von der Kurve ist halt so ein bisschen, ja. Aber so wie der Drache war, die Wand war, so hätte ich mir alles vorgestellt. Wenn das alles so wäre, die Wände so gestaltet, richtig gut. Ja, da haben wir ein schönes Bild. Oh, mein Blick ist der Hammer. Ich habe auch ganz vergessen, dass da ein Foto kommt. Ich muss mal die Kameras zählen. 1, 2, da oben, der hat auch noch eine. Von der Fahrt gibt es einige Videos. Das war Phoenix. Da gehen wir doch mal ein bisschen uns abduschen bei Dwervelwein. Vielleicht werden wir auch jetzt hier schon von der Fontäne abgemacht. Hier muss man lang, weil hier wird man am nassesten. Die stellen sich alle an, ey, wir fahren jetzt Wasserbahn. Ja, auf geht's. Einmal über die Brücke und ab in Django rüber.
Den wird man nicht nass. Erstmal ein bisschen in die Kamera schreien. Auf deinen Nacken. Passt! Ach, Chili. Chili con carne, ey. Jacko Rapper sind wir ein bisschen nass geworden. Aber ja, ging so, hat sich in Grenzen gehalten. Jetzt sind wir wieder hier in der Troy Area, weil wir gerade nochmal Boosterbike gefahren sind. Erste Reihe übrigens. Und in der Troy Area fehlt uns noch Scorpius, die Schiffschaukel. Die bin ich einmal gefahren und beim allerersten Besuch, wo ich hier war, war die zu. Und letztes Mal war Phoenix wichtiger. Und was viele nicht wissen, hinter Scorpius ist noch eine Attraktion. The Paten van Ithaca. Wir fahren jetzt erstmal Schiffschaukel. Das ist ja bei mir schon mal so eine Sache. Aber die halte ich ganz gut aus. Ich muss kotzen. Und danach gucken wir, ob wir noch die Pferdereifbahn fahren. Ja! Ja! Komm, hol das Lasso raus. Perfekten Blick auf die Wildwasserbahn. Ja, wir sind jetzt nochmal durch den halben Park gerannt irgendwie. Haben nicht so viel gemacht, waren auf Paten van Ithaca. Danach wollten wir eigentlich nochmal Troll fahren, waren da drin. Aber war schon lange, also wir hätten da locker eine halbe Stunde gestanden bei Einzugbetrieb. Haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir nochmal Richtung Wervelwind gehen und eventuell zum Abschluss nochmal Phoenix fahren, aber das wissen wir auch noch nicht genau. Wir haben ja eigentlich alles durch, gucken mal, was wir jetzt noch so zum Abschluss machen. Park hat noch ungefähr eine Stunde geöffnet. Gucken, was wir jetzt noch mit dem letzten Zeug hier anfangen mögen. Der Wervelwein, ja, war gute Beladung, ne? Ich saß so alleine und die beiden so und auf einmal haben wir uns gedreht, aber sowas von. Da kam die Umschwung und ich flog in diesem Wagen rum. Gehen wir, glaube ich, noch mal zu Avalon oder wie das heißt. Ja, Leute, jetzt wollen wir zum Schluss noch mal hier schön Phoenix fahren. Jetzt haben die aber hier, wie nennt sich das? Speed Dating, ne? Speed Dating auf Phoenix. Haben die auch schon angekündigt, aber das heute wussten wir jetzt nicht. Jedenfalls ist ja das Fernsehen da. Fernsehen blockiert gerade die Bahn. Da vorne. Ja, egal, kann ein bisschen länger dauern, aber wir werden es überleben. Phoenix ist hinter uns, wir sind eine Runde gefahren. Ben hat irgendwie nicht mehr reingepasst. So völlig sinnlos, der ist vorher eine Runde sogar gefahren. Und ja, irgendwie hatte der Mitarbeiter wohl nicht mehr genügend Craft. Ich meine, wenn man so viele Bügel zugemacht hat. Aber wir sind trotzdem alle gut gelaunt. Da vorne stehen nochmal die ganzen Menschen vom Speed Dating. Auch die, die gerade im Coaster quasi saßen und das gemacht haben. So, jetzt haben wir hier nochmal Phoenix. Ich mache noch eine Aufnahme und dann verlassen wir auch langsam den Park. Ende im Gelände hier. Tschüss, Koran. Tschüss. Schöner Tag war es, auf jeden Fall auch super Wetter noch geblieben. Fand ich gut. Im Vlog war vielleicht ein bisschen Chaos heute. Wir haben alles geschafft, das ist super. Wir waren in den Hallen wieder mal nicht so lang. Der Park hat sich eben so entwickelt, dass man eher draußen ist. Gerade die erste Halle ist quasi tot. Bis auf die Achterbahn und die beiden Wasserrutschen da, die heute irgendwie nicht auffahren. Oder zumindest heute Morgen nicht. Hier draußen dafür jetzt umso mehr. Auch richtig schön spaßig alles. Ich würde sagen, das war's dann jetzt auch. Parkticket brauchen wir nicht, ne Ben? Du hast ja eine Jahreskarte, da kann man gratis mit parken. Gucken wir nochmal auf den Troy, die Sensazzi drauf. Und damit verabschieden wir uns. Wir gehen nämlich jetzt mega fett essen. Aber da bin ich unter mich, weißt du? Wenn ihr sehen wollt, wie das Essen aussieht und wieso wir so mega viel essen werden. Und warum der Moritz im nächsten Video 30 Kilo zugenommen hat und dick ist. Dann schaut bei der Funtime Arena vorbei. Ja, da gibt es lecker Essen. Jetzt meine Werbung. Ihr müsst aber auch gucken, eventuell findet ihr Funtime Arena nicht mehr. Ihr müsst jetzt gucken unter Theme Park Adventures. Gibt es übrigens beim Funtime Arena Fanshop, Merchshop. Oh Gott, Fanshop. Das ist ein neuer Kanalname übrigens. Das hat wirklich eben einer gesagt. Das ist unglaublich. Da fährt noch der Zug in die Wartungshalle. Wird dann gewartet. Also für bis morgen. Wir sind dann jetzt auch weg. Schöne Grüße nochmal an den Theme Park Adventures. Und immer schön wieder einschalten bei der Funtime Arena. Und hier auch natürlich. Bei Ruhe. Ja, ich laber wieder, ey. Wird eh wieder rausgekommen. Das Beste war das Ende in Hamburg, ne? Die meisten wissen es vielleicht, wer das bis zum Ende überhaupt gucken will, aber. Hamburg. Tschö.